Aha, ja, was heißt da? Die elf Gongschläge sind verhallt, doch was bringen sie uns in diesem Jahr mit? Der Advent war eine Fastenzeit, die am Martinstag, also heute, begann und 56 Tage dauerte. Zu diesem Termin waren zudem auch Pacht und Zins fällig. Gleichzeitig wechselte das Gesinde auf der Höfe. Die Feier des 11.11. entwickelte sich aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Auftakt der Karnevalssaison. Nun, was ist bei uns richtig? Bei uns in Oldendorf beginnt die Fasnet an Dreikönig. Heute feiern wir den Geburtstag unserer Zunft und eröffnet das Narrenjahr 2020. Wir feiern 341 Jahre narrenfreier Tag. 81 Jahre ist es her, wo der erste Umzug stattgefunden hat in Oldendorf, und unsere Narrenzunft Oldendorf e.V. feiert heute ihren äußerst 70. Geburtstag. Dieses Jahr stellt uns alle vor eine noch nie dagewesene Aufgabe. Es gab zwar 1991 auch einen Ausfall von der Fasnet, doch da war ein Krieg, der uns zwar nicht direkt betroffen hat, aber die Obrigkeit fühlte sich gezwungen, die Fasnet ausfallen zu lassen. Doch jetzt haben wir Corona, eine Pandemie weltweit. Die Auflagen durch die Regierung sind für uns so schwer vorauszusagen, dass wir uns gedanklich aber wenig darauf einstellen müssen, dass, nachdem wir sehr schweren Herzens schon fast das Finale oder das fast final organisierte Landschaftstreffen Oise 20 in Oldendorf absagen mussten, jetzt eventuell auch noch auf die allerkleinsten Veranstaltungen vielleicht sogar verzichten müssen. Im schlimmsten Fall dürfen wir gar nichts machen. Wir hoffen und wünschen uns alle, dass wir auch Oise 20 an Narrenbaum stellen, damit Schüler austreiben, dass wir Kindergärten besuchen, in welcher Form auch immer und wie das auch zugelassen wird. Wir müssen das einfach kommen lassen. Aktuell ist das einfach auch noch ein bisschen zu früh, um jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken und gar nichts zu machen. Doch einfach, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir vielleicht nichts machen dürfen. Drum wende ich mich an unsere Oldendorfer Narren. Haltet euch bitte an die gesetzliche Vorgabe. Macht nichts Unüberlegtes aus Jux und Tollerei. Wir müssen gucken, dass wir die Pandemie gemeinsam auf den Stand bringen, dass wir dann 2022 vielleicht wieder eine ganz unbeschwerte Fasnet feiern können, wenn uns die Regierung das zulässt. Doch für den Funke Hoffnung, den wir immer noch in uns tragen, ist es mir große Freude, unseren Burggrafen und sein Burg und sein Hofstaat zu intronisieren. Mein lieber Andreas der Erste, Bewahrer des narrischen Brauchtums und Repräsentant der Oldendorfer Fasnet. Ich wünsche dir immer bestens gelaunte Meschkerle um Narre und Narre um dich rum in deinem Tun als Burggraf. Als Zeichen deiner Würde überreiche ich dir das Zepter der Oldendorfer Narren. Na, halt es in Ehre und trage es mit Stolz. Auch deinem treuen Begleiter und Zeremonienmeister Jürgen Müller überreiche ich den Marschallstab, damit er dich immer und überall auch lautstark ankündigen kann. Und für deinen Spaß überreiche ich deinen Hofnarren, der Britta Weckemann und der Ramona Angerlet, die Narrenkappe. Treib die Narrenstraße und Gasse den entsprechenden Schabernack, damit wir auch in einer anderen als gewohnter Phase nicht unseren Spaß nicht verlieren. Mir ist es bewusst, dass es eine schwere Aufgabe ist, aber ihr schafft es. So, und nun spricht unser Burggraf Andreas der Erste Folgendes zu seinem närrischen Volk. Hahaha, ja, was heißt da? Bleibe gesund. Liebes närrisches Volk von Oledorf, mit einem kräftigen Hahaha, ja, was seist du? Und einmal Eckex, hui! Grüße ich euch hier aus dem Schloss von Oledorf. Wer hätte sich's vorstellen können, dass ich, Burggraf Andreas der Erste, Bewahrer des Brauchtums und oberster Vertreter der Narren in Oledorf, einmal als Playmobilfigur zu euch sprechen muss? Wir haben in unserer langen närrischen Geschichte ja schon viel verlebt, aber so eine Zeit haben wir nicht gehabt.
Man denkt, man hat schon alles Verrückte verlebt im Leben, bis es nochmal ein bisschen verrückter wird. Heute, am 11.11. des Jahres 2020, wurde, wie es schon lang Brauch ist, mein Hofstaat und ich inthronisiert. Trotz der verschärften Corona-Regeln lasset's mir uns nicht nehmen, uns auf die Übernahme der Amts- und Schlüsselgewalt und die Pflege unseres Brauchtums vorzubereiten. Denn wir sind immer noch fest entschlossen, unser jahrhundertealtes Brauchtum auch in der kommenden Phase zum Pflegen. Je nach Rahmenbedingungen, unter Umständen anders als gewohnt, aber nicht leidenschaftsloser als die Jahre zuvor. So bin ich immer noch gewillt, den Bann der Maske zu lösen und die Amts- und Schlüsselgewalt für die närrische Tage in Auledorf bis zur schmerzlichen Verbannung am Fasnetz-Dienstag zu übernehmen. Hierbei wird mir, wie man das von uns gewohnt ist, immer mit der närrischen Weitsicht und Klugheit handeln. Mir werdet keine Gesetze und Verordnungen brechen, aber auch nichts unversucht lassen, fast Unmögliches möglich zu machen. Der hochwohllöbliche Zunftrat ist hier auf einem guten Weg und beweist, dass er auf kurzfristige Veränderungen auch schnell und mit närrischem Überblick reagieren kann. Aber jetzt appelliere ich an euch, mein hochgeschätztes närrisches Volk von Auledorf. Seid wachsam, habt Geduld, macht nichts, was euch und unserem Ansehen schadet, aber seid auch närrisch auf der Hut, wie sich die gesamte Lage entwickelt. Aber vor allem, bleibt gesund. Das wünsche ich euch, Burggraf Andreas der Erste. Haha, was seist du? Und Ekex! Hui! Hahaha, ja, was sagst du? So, ihr Meschkerle, jetzt gibt's das Motto für unser Fasnet 2021. In Auledorf gibt's Gott sei Dank in jedem rechten Haus einen Schrank. Egal ob auf der Biene oder im Kellerdunde, im Fasnetzkasten hat man noch immer was gefunden. Geht man zum Zunftball in unserer Stadthalle oder in der Wirtschaft auf der Hausball, da lässt sich zu jedem Motto ein schönes Heiß finden und nicht bloß für die Mama, auch für den Papa und die Kinder. Jetzt ist dieses Jahr ziemlich blöd her und zugegangen und der ganze Planet hat sich das Covid-19-Corona-Klump gefangen. Man weiß noch nicht recht, gibt's die Fasnet mit Hexeneck und Narmes in der Kirche. Wir wissen es nicht gewiss. Aber wenn es eine gibt, drehen wir zusammen durch. Und weil dieses Jahr alles anders ist, ziehen wir ein altes Motto aus der Kiste. So, jetzt aufpassen, jetzt kommt's. Da musst du nichts kaufen und nichts basteln, nimm das Beste aus dem Fasnetzkasten. Ich wünsche euch alle eine glückselige Fasnet, bleibt gesund und wenn es brasiert, noch drehen oder halten Leute zusammen durch. Hahaha! Ja, was heißt da? Eckhex! Hui! Eckhex! Hui! Eckhex! Hui!